Ja, dann grüßt euch ganz herzlich zu Märkte und Trends. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute als Thema Kryptowährungen, der Bitcoin als Zugpferd natürlich ganz vorne. Wir sehen ein Rekordhoch nach dem nächsten, zumindest auf Jahresbasis. Und gestern hatten wir bereits auch über einen Trade oder einen möglichen Trade in der MicroStrategy gesprochen. Das wollen wir heute nochmal aufgreifen, denn wir sind hier gestern tatsächlich aktiv geworden und auch bereits mit plus 18% vorne. Das kann man auf jeden Fall gerne mal besprechen. Lieber Samuel, lieber Andreas, grüßt euch an der Stelle. Lasst uns direkt mal mit der MicroStrategy anfangen, bevor wir zum Bitcoin kommen und dann natürlich auch mal schauen, was sagen eigentlich so die, ich sag mal, großen Hedgefonds-Investoren wie eine Katie Woods, was haben die bisher auch gemacht, also im Krypto-Bereich. Das Thema wollen wir auch mal ein bisschen aufgreifen. Aber wie sieht es jetzt mit der MicroStrategy konkret aus? Ne? Wie hattet gestern genau den Trade soweit ausgeführt? Wie steht der da und was ist eure Erwartungshaltung? Lass uns da nochmal drüber sprechen. Genau, also bei MicroStrategy gibt es tatsächlich vieles zu berichten. Wir haben uns den Wert im Speziellen rausgesucht, weil einfach die Story wirklich sehr gut aufgestellt ist und auch weiterhin gutes Wachstumspotenzial als Unternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, was Michael Saylor natürlich so ein bisschen umgebaut hat in seinem Konzern, den er soweit aufgebaut hat, 70%, 80%, also er gibt Vollgas, immer mehr und mehr Bitcoins soweit aufzunehmen. Aber bevor wir ein bisschen in die Details reingehen, genau, können wir das dazugehörige Zertifikat, was wir nämlich gestern soweit besprochen haben, Mata Emil 6Z3Z, der Hebel, ja, müsste jetzt ein bisschen niedriger sein, also ungefähr so knapp 1,6, 1,7. Das haben wir nämlich gestern soweit aufgenommen. Das ist auch schon bereits knapp mit 18% im Plus. Warum? Weil die Aktie vorbörslich im Moment knapp mit 8% im Plus ist. Von daher haben wir natürlich auch weiterhin vor, noch positioniert zu bleiben. Wir sind auch tatsächlich dabei am Überlegen, dass wir die Position auch weiterhin aufstocken. Das erstmal zu dem Wertpapier. Genau, David, um deine Frage soweit zu beantworten. Das ist auf jeden Fall wirklich eine richtig spannende Story. Ich sage mal ein, zwei Sachen, die wir ein bisschen tiefgründiger besprechen. Michael Saylor, der Gründer von MicroStrategy, der hat wirklich, also wenn man ihn so mal ein bisschen verfolgt, das ist schon wirklich der Wahnsinn, was er davor hat. Ein absoluter Bitcoin-Maximalist, ja, der also mit als erster, wenn man so möchte, gerade als Aktiengesellschaft oder beziehungsweise gelistet auch hier bei der Nasdaq 100, tatsächlich damals auch für die Anlegerschaft, für die Aktionäre diese Mitteilung kundgetan hat, Bitcoin so weit aufzunehmen als digitale Vermögenswerte. Und da scheint er im Moment wirklich auch recht zu haben. In der Zwischenzeit knapp 190.000 Bitcoins, die er akkumuliert hat, mit einem, ich glaube, Durchschnitts- oder beziehungsweise ja mit so einem Volumenpreis knapp von 6 Milliarden und in der Zwischenzeit macht das alles in der Summe, zumindest die Zahlen von gestern mit dem aktuellen Kurs, so ungefähr knapp bei 10 Milliarden. Ich denke, dass wir da irgendwo so knapp im Moment bei 11 Milliarden liegen. Das heißt also, er schafft es tatsächlich mit diesen digitalen Vermögenswerten, die er aufgenommen hat, die in den Bilanzen mit reinlaufen, ein sehr profitables Unternehmen zu sein mit extrem starken Wachstumschancen, wenn der Bitcoin weiterhin diese Power und diese Stärke besitzt. MicroStrategy auch mit unter anderem. Wenn die Marktkapitalisierung des Unternehmens auch weiterhin ansteigt, dann hat er auch relativ gute Chancen, sogar noch in den S&P 500 mit aufgenommen zu werden. Es gab ja auch die Situation, dass er nochmal 3.000 Stück nachgelegt hat. So, soweit ich weiß, fällt 3.000, so das, 3.000. 3, was habe ich gesagt? 3.000 mit 300, glaube ich. Also. 3.000 ja. Stück waren es, ne? Ja. Genau, sorry, vierstellige Zahl war das gewesen. Hältst du zu dem Preis, den wir jetzt aktuell so in etwa sehen, würdest du jetzt nicht sagen, okay, könnte jetzt ein bisschen spät gewesen sein, oder weil du hast ja auch, ich sag mal, Prognosen in den Raum geworfen, die halt wirklich über die 100.000 Dollar Marke hinausgehen, ja, wenn nicht sogar höher. Also natürlich, ne, die Erwartungshaltung ist gerade hoch, aber wo sehen wir das Potenzial? Ne? Wir reden ja auch vom Allzeithoch, dass das eventuell geknackt wird. Naja, vom Allzeithoch sind wir ja aktuell noch ein bisschen davon entfernt. Weder die MicroStrategy notiert in der Nähe der Rekordhöchststände, Bitcoin ist auch noch unten drunter bei 67.000, 69.000 Dollar. Das waren ja so die Rekordhöchststände, je nachdem, welche Preisindikation man verwendet oder welche Kryptobörsenplätze man hier verwendet. Bei Michael Saylor muss man wissen, der kauft, egal zu welchem Zeitpunkt, ob der Leitzins, ja, oder das Zinsniveau für die Banken bei 4% oder in der Nullzinsphase,
Er ist inzwischen auch gehebelt an die Sache ran. Das heißt also, er hat selbst aus seinem Betriebsvermögen, wenn man so möchte, aus seinen Bilanzen Bitcoin, wie gesagt, gekauft und hat zusätzlich noch Kredite aufgenommen. Ja, Kredite aufgenommen, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, um Bitcoins weiterhin zu akkumulieren. Und zusätzlich auch Aktienpakete von seiner Seite aus verkauft, weiterhin Bitcoin zu kaufen, natürlich aber auch in die Technologien zu investieren als Softwareentwickler. Also der kennt da, macht ja überhaupt gar keinen Unterschied, ob der Bitcoin unten ist mit einem hohen Zinsniveau oder jetzt gerade im Moment knapp bei 60.000 Dollar, wo wir uns gerade aktuell befinden. Sein übergeordnetes Ziel, und da muss man einfach mal wirklich ein paar Videos von denen anhören, da reichen teilweise sogar Ziele von 1 Million US-Dollar, wo er sagt, das ist immer noch Kindsschuhe, selbst bei 1 Million US-Dollar. Man wird auf jeden Fall sehr gespannt sein, ob er in die Geschichte eingehen wird oder als absoluter, naja, ich will mal sagen, bläuäugig an die Sache rangegangen zu sein. Aber im Moment scheint er alles richtig zu machen. Wie gesagt, knapp 6 Milliarden Durchschnittspreis. Aktuell liegen wir zwischen 10 und 11 Milliarden. Von daher hat er im Moment zumindest alles soweit richtig gemacht. Wie siehst du die Situation, Andreas? Ihn ist sehr viel nüchterner, weil ich gucke mir den Chart an. Und das haben wir vorhin ja auch in der Live-Sendung gemacht. Und wir reden ja jetzt hier von einer Verdopplung. Das, was Sami gesagt hat, die 100.000 Dollar, finde ich jetzt nicht irgendwie großartig aufregend, weil wir hatten vor 3 Jahren einen Ausgangspunkt von rund 30.000 Dollar und haben uns in weniger als der aktuellen Zeit verdoppelt. Ich glaube, es waren knapp 2 Wochen, da waren wir bei 60.000 Dollar. Das sind also immer auch so Halbphasen, logischerweise. Und es wird auch schon so sein, dass wir dieses Allzeithoch da rausnehmen. Das ist ja fundamental begründet. Es ist ja nicht so, dass wir das jetzt irgendwo aus der Luft herausgreifen. Wir haben auch schon damals gesagt, wo er bei knapp 70.000 Dollar war, er wird auf 100.000 Dollar steigen. Natürlich mussten wir uns das Köpfchen abhacken lassen dafür. Es hat aber keiner gesagt, er wird auf 100.000 Dollar jetzt morgen steigen. Er hat gesagt, er wird auf 100.000 Dollar steigen. Ja, es ist genauso wie er jetzt sagte, da gibt es Ziele von 1 Million. Das ist immer eine Frage der Zeit. Und ich weiß natürlich, jetzt sitzen viele davor. Die Gier ist natürlich das größte Problem bei der ganzen Geschichte. Also wer genügend Zeit mitbringt und das Ganze realistisch mal abgreift, der wird da auch von profitieren, das ist doch klar. Wir haben das vorhin auch mit einzelnen Aktien gesehen, die wir im Kryptobereich uns angeguckt haben. Da waren welche dabei, die jetzt wieder Niveaus erreicht haben, die sie vor knapp 2 Jahren erreicht haben, oder 2,5 Jahren erreicht haben. Die waren zwischenzeitlich ein Zehntel wert von dem, was sie jetzt haben. Wer also in Schwächephasen Sachen kauft, völlig unabhängig vom Bitcoin, also wer an Sachen glaubt oder auch sehen kann, dass da ein Fundament dahinter ist, gibt jetzt auch mal zu bedenken, zyklische Werte zum Beispiel, die jetzt relativ günstig sind, man sagt, die will ja keiner haben. Mhm. Da hast du natürlich immer, wenn du ein bisschen Zeit mitbringst und einen Horizont mitbringst, und der darf halt nicht 3 Wochen sein, der muss dann auch mal 3 Jahre sein, dann kannst du deinen Wert entsprechend auch daraus ziehen, weil diese Sachen werden immer wieder kommen und beim Bitcoin wird das genauso sein. Und wie gesagt, es gibt ja ein Fundament, wir erklären das ja fast eigentlich in jeder Sendung, deshalb müssen wir es eigentlich nicht nochmal erklären. Und deshalb sind auch 100.000 Dollar aus meiner Sicht überhaupt gar kein Thema. Ich hatte oder habe auch Kollegen, mit denen ich da so schon vor ein paar Jahren drüber diskutiert habe, da waren wir glaube ich noch bei 1.800 oder 2.000 Dollar. Da hat mir schon einer gesagt, das wird wahrscheinlich Richtung 100.000 Dollar gehen. Da hatte ich aber auch noch nicht sehr viel Ahnung von dem Bitcoin und habe mich dann damit mal beschäftigt. Warum, weshalb, wieso? Und nun sind wir ja auf dem Weg dahin. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass auch diese 100.000 Dollar nicht das Ende sind. Genau, es gibt also aber auch weit, also gut, Bitcoin muss man tatsächlich, man muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Bitcoin ist keine Aktie, Bitcoin ist kein Unternehmen, Bitcoin hat kein CEO. Bitcoin ist das einzigste oder der einzigste Vermögenswert, der tatsächlich limitiert ist auf 21 Millionen. Es gibt kein anderes Asset dieser Welt, weder eine Immobilie, noch eine Aktie, noch, ich sag mal, Geld, was auf dem Markt gedruckt wird, was irgendwo limitiert ist. Bitcoin ist tatsächlich das einzigste Gut auf dieser Erde, was einfach also begrenzt ist auf 21 Millionen. Mehr wird es nicht geben. Und es ist auch zusätzlich ein sehr, sehr starker, ich sag mal, Treiber, dass wir auch in dem festgelegten Code, wie viel Bitcoins alle 10 Minuten sozusagen oder Blöcke oder beziehungsweise Bitcoins oder Blöcke zusammengestellt werden. Auch was natürlich den Bitcoin Reward betrifft, also die Ausschüttung an die Miner, ist aktuell auf 900 Stück pro Tag. Das wird sich ändern zwischen den 17. und 21. April, also das Bitcoin Halving. Dann haben wir nur noch 450. So, und jetzt kann man sich das Ganze einfach weiterhin, ich sag mal, zusammenrechnen oder auch seine Marktmeinung dazu haben, wie Bitcoin sich weiterhin entwickeln wird. Fakt ist, dass wir einen enorm hohen
Ansturm sehen. Wir haben es ja heute Morgen auch bei uns in der Sendung soweit besprochen. Es gibt den zweitgrößten ETF, also Silber-ETF. Da ist Bitcoin gerade dabei, also den zweitgrößten Silber-ETF soweit einzuholen. Der größte Gold-ETF mit knapp 40 Milliarden, da sind wir ebenfalls mit dabei. Ich meine, wir haben innerhalb von kürzester Zeit fast 20 Milliarden in die ETFs soweit mit drin und sind auf dem besten Weg, den größten ETF, ich sag mal Gold-ETF, soweit zu überholen. Wir reden nicht von Gold als Market Cap, also Marktkapitalisierung, da liegen wir ja knapp bei 13 Billionen. Das ist noch ein langer Weg dorthin, aber wir sehen, dass Bitcoin einfach nicht zu bremsen ist, ja. Es hat so viele weitere Vorteile, dass es dezentral ist, dass es jetzt im Moment auch ganz klar an der Wall Street so weit angekommen ist. Man beschäftigt sich mit diesem Thema. Früher hatten wir sehr starke kritische Stimmen gehabt. In der Zwischenzeit hat man gesehen, dass sich das Ganze auch so ein bisschen gedreht hat. Angefangen von Larry Fink, der ja auch gesagt hat, ja, das ist irgendein, ich sag mal, Nischenprodukt für Kriminelle, Geldwäsche und so weiter. Inzwischen hat er eine ganz andere Meinung dazu. Es ist ein wichtiger Inflationsschutz als Beimischung. Wir sehen es auch bei Fidelity beispielsweise in dem Fonds, bei All-in-One, dass Bitcoin als Beimischung mit reingenommen wird. Das heißt also auch viele Anleger wissen gar nicht, wo sie da eigentlich mit unter anderem investieren, aber gleichzeitig auch in den Bitcoin sozusagen mit beteiligt sind. Also das wird auf jeden Fall recht spannend. Gestern hatten wir auch das Thema gehabt, Warren Buffett, der sehr kritisch ist, aber die Beteiligung einer brasilianischen Bank, glaube ich, war es gewesen. Ne? Nu Holdings, übrigens ist die auch auf dem neuen Allzeithoch. Genau, so sind, die haben auch Bitcoins. Also das heißt, man sieht, Bitcoin ist angekommen. Und von daher ja, bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Also ich habe ja das Kursziel mal so bei $57.000 als konservativ benannt. Und ich denke schon, dass wir relativ zeitnah, meines Erachtens nach, aufgrund der Bitcoin-Menge, die aktuell zur Verfügung steht, da gibt es ja auch Zahlen, aber da würden wir jetzt zu tief einsteigen. $100.000 dürfte überhaupt gar kein Problem sein. Nach dem Halving, und das ist das Wichtigste, circa 12 Monate nach dem Halving, da werden wir die Spitzen irgendwo erreichen. Und da sehe ich tatsächlich ganz andere Kursziele auf der Oberseite. Also es behält ihr natürlich im Blick. Und ich meine, das ist wirklich ein Dauerthema, Tag für Tag, ne, was wir auch aufgreifen. Weil natürlich da, wo Bewegung ist, da sind wir auch ja als, ich sage jetzt mal, Händler oder Analysten, wie auch immer. Und wir besprechen aber auch noch andere Sachen, die wir aktuell auf dem Schirm haben. Und das machen wir gerne in Märkte und Trends Teil 2. Da laden wir euch dazu schon mal ganz herzlich ein, dabei zu sein unter heavytraders.live. Registrierung ist kostenfrei und um 14.15 Uhr würde es dann mit dem zweiten Teil weitergehen. Von daher schaltet, seid da gerne dabei. Aber nochmal eine ganz kurze Frage. Wir haben dieses Thema noch nicht ganz abgeschlossen, weil Katie Woods steht noch im Raum. Ja, da ging es ja auch um das Thema, da sie am Anfang, oder nicht am Anfang, das ist, glaube ich, jetzt falsch ausgedrückt, aber sie war erstmal sehr techlastig, ja, springt jetzt aber auch auf den Kryptozug sozusagen irgendwie auf. Was gibt es da für News? Ja, das gehört ja, Krypto-Tech-lastig kann man ja eigentlich irgendwo ein bisschen kombinieren, aufgrund genau des Netzwerks, wie es aufgebaut ist, wie es funktioniert oder die Technologie insgesamt und auch die Möglichkeiten, die ich sag mal, eine bedeutende Rolle für die Zukunft spielen können. Deswegen hat sie natürlich Bitcoin auch massivst mit aufgenommen. Es hat, glaube ich, auch noch ein paar andere Kryptowährungen soweit aufgenommen. Sie hat auch natürlich utopische Kursziele, aber dazu müssen wir nachher hier bei uns bei Märkte und Trends Teil 2, dann haben wir auch genügend Zeit, weil es gibt so viele spannende Themen, wo man Pro und Contra für die Entwicklung von Bitcoin oder für den Kryptomarkt insgesamt besprechen kann. Ja, wir blicken auf jeden Fall auch noch in das Depot, ne? BYD, genau. Tesla, der DAX ist natürlich auch ein Riesenthema bei uns, ne? Steht auf Rekordhöchstständen. Da sind wir jetzt in letzter Zeit nicht so aktiv gewesen, weil es eben relativ stetig, aber schon mit einer gewissen Dynamik nach oben geht. Wir schauen uns das sehr gerne näher an und laden euch, ne, wie ich es vorhin erwähnt hatte, dazu sehr gerne ein, dabei zu sein. Also Märkte und Trends Teil 2 um 14.15 Uhr. Dann geht es hier weiter bei uns heute. Macht's gut und bis gleich hoffentlich. Bis gleich.